Da kommst du hier hin, dann brauche ich noch zwei Quarz. Die müssten hier sein. Dann haben wir die Operator. Dann brauche ich die vier. Dann brauche ich noch aus. Oh, ich habe keine mehr da. Brauche ich davon 12. Dann habe ich noch einen Drawer drin. Ein Basic Drawer. Sehr schön. Einfach mal schnell umarbeiten. Schön. So, dann kommst du hier hin. Die zwei kommen hier hin. Und das zwei, und die zwei letzten kommen hier hin. Und ich habe jetzt mein Status-Upgrade. Und ich mag es jetzt wirklich auch mal da rein, wo ich es gerade gesagt habe. Ja, kommt aber hinten hin. So, und jetzt sieht man hier halt den Strich. Und wenn der Strich irgendwann mal hellrot wird, dann ist halt diese Box voll. Und es kommt jetzt dann peu à peu bei allen rein. Immer wieder. Ja, genau. So, okay. Wir haben ja gesagt, wir wollen den Botania weitermachen. Ich schreibe mal Botania-Runde an. Katalyst war auf Seite 1. Du warst da unten. Genau, das heißt, ich brauche jetzt die Mana-Perle habe ich hinten. Dann brauche ich davon 2. Habe ich noch welche? Ja, habe ich. So, weil ich hätte gerne Brewing Stand ist mit normalen Kabel. Aber wir bauen jetzt erstmal. Ne, ich brauche ja nur. Ha! Sehr schön. Ich brauche ja 2. So, wie ist das jetzt eigentlich? Brewing Stand. Ich habe dann einen Potion Generator von Extra Utilities. Den kann ich aber noch nicht bauen. Dann habe ich auf jeden Fall die Brewery. Da brauche ich auch nochmal eine. Ich will nur gucken. Potion Brewer. Von da bräuchte ich auch einen. Und Thermal hätte auch einen. Okay. Also. Dann hätte ich gesagt, ich baue auf jeden Fall gleich noch einen dritten. Dann kann ich nämlich den auch bauen. Und ich baue mir noch einen vierten, den ich für mich dann selber nutzen kann. Dann habe ich es doch alles richtig gemacht mit den 4 Stück. Jawohl. So, dann brauche ich jetzt dann für dich die Mana-Perle. Das habe ich alles dabei. Und für den Brewing Stand muss ich noch irgendwas mitnehmen, wenn ich ihn finden sollte. Ich bin mal wieder blind. Ah, da unten ist er. Okay. Ich brauche Mana. Ich brauche Mana und ich brauche Living. Das ist alles vorne. Das ist alles gut. Ah, ich muss nämlich mir dann ein wenig überlegen, wie ich das insgesamt dann ist dann aufbaue. Weil die eine Seite ist ja klar, die wird halt die Mana-Becken sein zum Umwandeln. Das, wo jetzt schon so bunt leuchtet. Und das andere wird halt dann der Bereich sein, wo ich die Altare hinmache. Die würde ich halt am liebsten hier hin machen. Muss aber dann auch irgendwo ein Feld halt erstellen, dass die halt auch gefüttert werden. Weil da habe ich ein anderes Problem. Außer ich kriege das irgendwie nach oben. Das wüsste ich jetzt aber noch nicht. So, dann habe ich jetzt ja gesagt, ich brauche auf jeden Fall eine Mana-Perle. Ich habe gerade gedacht, er hat mir meine Blumen gefressen. So. Dann mache ich dich. Dann kommst jetzt du daher. Dann das Gold dahin. Dann brauche ich halt nein. Muss ja noch den Block runter machen. Die Brewing Stands. Doch,
was und so. Dann brauche ich davon 8. So, da kommst du jetzt in die Ecke. Und zwar beide. Da habe ich den Alchemy Catalyst. Das ist dasselbe Teil wie da vorne, nur der wird jetzt nochmal erweitert. Und der kommt dann jetzt. So. Du kommst jetzt dahin. Dann brauche ich von dir 3. Und dann brauche ich noch als letztes ein Pixidust. Gut, dann haben wir jetzt auch den Conjuring. Stellen wir auch hin. Und dann haben wir hier jetzt das fröhlich leuchtende Quad. Egal. Du. Ich weiß jetzt. Bin Quad. Ja. Genau. Versucht gerade irgendwas komisches. So, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal unsere 3 Teilchen hier. Wie gesagt, ich werde irgendwann noch eine Wiese brauchen, damit ich die Blumen halt herkriege. 1, 2, 3. Ja, weil ich habe das Problem. Oder Problem ist jetzt zu grob gesprochen. Aber ich brauche die da hier. Glimmering. Ich habe auch noch nichts rausgefunden, wie ich an diese Blumen rankommen könnte. Ah, ja, außer über Mystical Agriculture. Das ist noch ein bisschen weg. Ein bisschen, ganz kleines bisschen. Nicht weit. Gott. So, da macht eigentlich sogar noch vielleicht Sinn, dass ich hier noch irgendwo mal eine Kiste reinballer. Oder diesen, was wir vorne hinten haben, der wo nach vorne aufgeht, könnte ich dann eventuell hier und hier reinstellen. So, dann habe ich das. Dann habe ich hier noch Elfglas. Das Elfglas tun wir rein. So, dann brauche ich jetzt Dirt. Der war, glaube ich, hier und davon habe ich davon einen. Doch zu viel. So, ja. Geht's jetzt gerne umwandeln. Was leider nicht geht, weil ich nichts habe. Dann hätte ich gesagt, wir saugen dich jetzt ein bisschen aus. Dass ich jetzt dich da reinschmeiß. Ja, ich darf nicht alles verschwenden, weil ich brauche das ja noch. Aber wir haben 4 Stück. Das war das, was ich brauchte. Ach so. Schön, das war der falsche. Ja, das habe ich gut gemacht. Machen wir es dann nochmal? Auch dieses Becken. Toll. Ja, da sollten wir dann aufpassen und sich angucken, was da rauskommt. Ja, dann wäre das nicht passiert. So, aber wir haben jetzt diese Floating. Ja, da habe ich jetzt halt 2, da habe ich jetzt dann 3. Mit dem nächsten Fertilizer habe ich dann 4 und 5.
Ja, den muss ich jetzt danach auch immer wieder machen. Zack. Ah, jetzt habe ich sogar von denen zwei und ich habe diese dabei. So, jetzt haben wir davon zwei, drei, vier und fünf. Dann haben wir schon mal jetzt die richtigen hier am Laufen. Ja, und ich mache mal lieber nochmal das Tor hier zu. Weil ich habe momentan keine Mana-Produktion da, das ist nicht gut. So, dann macht es jetzt Sinn. Jetzt hier lasse ich auf jeden Fall mal einen Platz. Wie ich jetzt mich wieder kenne, habe ich jetzt wieder keinen Stein dabei. Das ist Living Rock. Schaut genauso aus, oder? Nein, ich habe sie da reingeworfen. Gott sei Dank. Dann lassen wir jetzt hier noch eine Lücke. Und dann hätte ich gesagt, mache ich ein Feld. Baue ich jetzt mal schnell die Steinchen hier ab. Nein. 15 Stück. Habe ich gerochen. Komm, dann nehme ich jetzt den. Haben wir das auch alles abgerissen? Halt. Greg, du musst auch mitdenken. Das heißt, ich habe jetzt fünf, dann brauche ich noch ein paar mehr. Aber das will ich auch aus, ja, das will ich auch aus den Blöcken rauskriegen. Aber das ist auch Kabel. Den habe ich jetzt nicht genommen. Den habe ich genommen. Wie gesagt, das funktioniert dann erst irgendwann entweder, wenn ich dann hier ein Kohlehühnchen habe, dann habe ich die durchgehende Mana-Produktion oder wenn ich die andere Möglichkeit habe. Ja, aber dann brauche ich eigentlich AE, weil ich muss hier craften. So, dann muss ich jetzt gucken und zwar, ich brauche jetzt nochmal. Oder mache ich die? Ach komm, ich mache die. Das heißt, du kommst dahin, dahin und dahin. Das wird jetzt bestimmt interessant. Dann brauche ich jetzt die Spreader. Die habe ich irgendwo hingeschmissen. Die Elven-Mana Spreader. So, und zwar die drei Stück. Jetzt hoffe ich, dass die reichen. Und ich hoffe, dass die eigentlich an diesem da vorbeikommen. Schaut aber eigentlich so aus. So, wir haben ja jetzt die Enderflames, die. Ja, genau die. Nein, die anderen. Die sind hier. Das ist ja schon mal das Schöne. So. Die sind jetzt schon mal alle an den hier gebunden. Es kann sein, dass ich noch mal zwei bauen muss irgendwann. Du kommst dann noch dahin. So, dann habe ich das und dann brauche ich aus dieser Kiste das. Die
Beziehungsweise, nein, ich muss mal schnell einen ändern. Und zwar auf dich. Und dich ändere ich auf dich. Weil ich wissen will, ob die vorbeigehen. So, wir schmeißen hin. Sehr schön. Also eben nein. Ich habe das nämlich fast gedacht. Ich glaube, ich muss den ausschalten. Muss ich mich nach hinten stellen? Ich glaube schon, ne? Ich muss dann, glaube ich, hier. Ah, das war gar nicht mal so dumm. Wenn der das nach oben schießt. Wir gucken. Ne, wir gucken nicht, weil der schon wieder wo ganz anders. Das ist immer ein Kreuz mit dem Ding. Lässt du mich mal drauf, danke. Jawohl, dann haben wir schon mal den. Der schießt ja auch noch daneben. So, und der liegt jetzt auch da drauf. Passt. Sehr schön. Dann schießen die jetzt auch da rein. Und dann kann ich den jetzt sogar wieder umstellen auf den da und auf den da. Da kann der auf jeden, da können die fünf auf jeden Fall immer schön brav jetzt erstmal meine Mana-Becken wieder füllen. So, ich sehe es nur gerade, ich brauche die beim Altar und ich brauche sie ja eigentlich auch da hinten. Ja, wobei, nein, das ist jetzt kein Problem. Aber da muss ich auch dran denken, dass ich den Altar halt das da auf jeden Fall dran mache. Und ich brauche noch den, genau. Ich brauche noch das andere Teil da. Das Rumschwirrteil. Falls ich es jemals finden sollte. Normalerweise müsste das. Ja, genau. Ein Block sein. Ich brauche Mana. Ich brauche Mana und ich brauche den da. Okay. Habe ich noch einen Mana übrig? Ja, natürlich nicht. Warum sollte ich auch? Das heißt, ich brauche eine Mana-Perle und davon. Ha! Ja, und vor allem brauche ich Mana. So, aber es ist kein. Es ist jetzt kein Beinbruch. Das kriegen wir jetzt hin. Das können wir das mal gleich ausprobieren. Ich möchte, dass der Große da, dass der Elfen-Mana-Spreader läuft. Dann heißt es jetzt auch eine davon. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann brauche ich 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Ich brauche einen Mana-Block. Dann brauche ich davon. Okay, kann man das auf jeden Fall schon mal machen. Da kommst du daher, du daher. Du warst, glaube ich, in der Mitte. Der Brewing Stand war hier und der Block war hier. Jawohl. Und ich habe jetzt auch noch die
Brewery. Das heißt, ich kann die jetzt auch mal mit noch mit dir herstellen. Der Altpark kommt hier auch hin. Und dann können wir mal gucken, was man halt alles braucht. Genau. So, dann haben wir das auf jeden Fall auch fertig. Dann haben wir das auch fertig. Den einen Brewing Stand muss ich, wie gesagt, aufheben. Den brauche ich dann am Schluss für die Endmaschine, die wo am besten dafür funktioniert. Oder Vanilla. Ja, wobei, ich habe noch 4 Blazers. Ha! Ich kann da nochmal 4 bauen. Da brauche ich mir gar keinen Kopf machen. Das ist doch schon mal schön. So, Elfenmana, Geiermana. Ja, da komme ich jetzt noch nicht ran. Aber ich brauche sowieso den Elfen vorher. Das ist ja schon mal das Gute. Mana Void? Nein, Voiden wollen wir das Zeug nicht. Ihr seid wohl irre. Ein Mana Detektor. Ja, und wie gesagt, das wird jetzt halt immer peu à peu mehr. Und ich werde das so jetzt dann bauen. Also die 5 laufen ja gerade. Machen wir mal schnell noch das. So, Gras habe ich noch 3. Jawohl. Okay. Dahin, dann habe ich noch Dirt, habe ich, und dann brauche ich jetzt noch die Blümchen. Ich hoffe, dass die 2 reichen. Ja, reichen locker. Ich hätte vielleicht auch mal gucken können, ne? Weil das ist zum Beispiel eine Blume, die wo ich brauchen kann. Rot. Rot. Habe ich schon rot? Rot habe ich schon. Gut, dann tun wir mal rot dahin. Dann kommst du da rein. Weil das kann ich gleich mitmachen. Das kommt weg. Dann habe ich blau. Dann habe ich schwarz. Pink habe ich auch noch nicht. Super. Dann glaube ich doch nicht reichen. Ja, vor allem wenn man die Blumen, die wo man hat, alle braucht. Ja, aber ist egal. Du passt da eigentlich nicht hin. Dann wandle ich dich mal um. Dann kommst du dahin. Was habe ich jetzt noch? Türen. Türen, ja. Türen habe ich einmal nicht. Gut, dann machen wir dich. Ah, das ist schön. Egal. Dich. Kann ich dich eigentlich in der Hand craften? Ah, wunderbar. Mal was Schönes. So, habe ich noch welchen? Nein. Wie komme ich jetzt nochmal an diesen Fertilizer ran? Basteln oder kriegen? Das Schlimme ist gerade, mir fallen gerade 1710er ein. Da weiß ich, dass ich das über die Büsche kriege. Ja. Zu lang gespielt. Wo? Wo bist du? Das Ding kann mich in den Hintern beißen und ich sehe es trotzdem nicht. Ich habe schon wieder die
3-Taste an. Bone Meal, 2 Gelb, 2 Rot. Habe ich hier noch irgendwo ein Crafting Table rumeiern? Nö. So, 2 Gelb, 2 Rot. Und ein Bone Meal. Haben wir wenigstens noch einen. So. Dann. Blau. Hab ich definitiv. Klack, klack. Mystical Grey. Hab ich nicht. Magenta. Was ist das da? Die habe ich definitiv. Dann kann ich auch umwandeln. Und Orange brauche ich noch. Aber habe ich zwei. Schön. Also das, dann das. Dann haben wir den. Dann haben wir den. Und die zwei. Dann kommst du hin. Klack. Klack. Und ja, ich habe ich schon. Ich. Klack. So. Jetzt ist nur die Frage, habe ich noch Rot hier? Oder was geht noch irgendwas? Powder. Ha! Ich habe meinen Pestel mitgenommen. Ich war Gott sei Dank intelligent. Sehr schön. Die schmeiße ich erstmal hier rein. So, dass ich auch weiß, wohin gehört. So, dann nehme ich jetzt mal davon 8 Stück. Hoffe, dass das funktioniert. So, das war jetzt, glaube ich, so. Davon 2. Ha! Da bekommt man auch gleich 6 Stück raus. Das ist, warum ich das nicht gleich gemacht. Okay. Hammer. So, weiß, weiß ich definitiv, dass ich den nicht habe. Light Gray habe ich auch noch nicht gehabt. Schwarz habe ich. Ja, die von denen habe ich jetzt alle. Von dem habe ich jetzt noch. Nein, da fehlt mir noch das gelbe Blümchen. Aber Pink habe ich auf jeden Fall auch. So, dann gehst du mal da rein. Grün habe ich auch. Grey habe ich schon gesagt, dass ich habe. Und blau weiß ich, dass ich auch habe. So, dann habe ich jetzt die ganzen Glimmerings. Zack. 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 Und zack. Moment, die da wieder rein. Dann habe ich jetzt meine 10 Stück noch voll. Schmeiße ich euch erstmal hier rein. Ich gleich mit. Und dahin. So, dann machen wir jetzt noch die auch hin. Wir machen jetzt einfach nur, weil das ist ja, wie gesagt, das ist ja das Schöne an den fliegenden Blümchen. So, dann heißt es jetzt, ich brauche jetzt hier mal, nein, ich nehme jetzt gleich 15 mit. Weil es egal ist. So, wir schauen. Ihr seid jetzt alle auf den gerichtet. Das ist gut. So, und da laufen jetzt 10 Stück. Ja, und da die reichen locker aus. So, das heißt, wir machen jetzt die nächsten 5.
müssten auch das Solid Fuel wieder fallen. Ja, der ist auf jeden Fall, das ist super. Also das heißt, ich kann jetzt da auf jeden Fall 15, ich könnte vielleicht sogar noch mehr dran rennen lassen. Vielleicht sogar noch nochmal 5 drauf, mal gucken. Aber auf jeden Fall, der Spreader alleine kann jetzt die verteilen, was ich da halt 3 gebraucht habe. Was der nicht gepackt hat. Ja, perfekt. Alles klar. So, also wir haben jetzt wenigstens wieder eine Mana-Produktion. Wir haben die Floating End of Flames. Wir haben hier ein bisschen umgebaut. Wir haben den Brewery aufgestellt. Wir haben den Catalyst aufgestellt. Wir haben jetzt auch diese neuen Tableless Mana Pools. Die lustig bunten. Genau. Und ein bisschen was mit Psy gemacht. Wie gesagt, da lese ich mich jetzt dann mal oder schaue mir ein paar Tutorials an. Ich glaube, da bin ich besser dabei. Wie es da weitergeht, dass man da auch die nächsten 2-3 Level beim nächsten Mal auch mitmachen kann. So, und dann haben wir hier jetzt unseren schönen neuen Bereich. Genau, bleiben wir mal schnell das Glas weg. Schauen wir uns da mal an. Und genau, dann haben wir auch gleich den Screenshot. Und genau, dann sind wir auch fertig. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer damit in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.